Da sind wir wieder bei Star Wars The Force Unleashed und ja, das ist sehr super. In der letzten Aufnahme, beziehungsweise in der letzten Folge, ist mir Star Wars abgeschmiert und wir müssen jetzt beim nächsten Speicherpunkt weitermachen. Beziehungsweise letzten Checkpoint, genau das wollte ich sagen, der wäre hier. Das heißt, wir dürfen den ganzen Scheiß nochmal machen. Aber da ich euch das nicht vorenthalten wollte, in Stuff. Egal, ich werde mir jetzt einfach beeilen, hier durchzukommen. Und nicht wieder dreimal sterben. Stirb, Kollege, stirb einfach. Ja, komm, stirb. Tu mir den Gefallen und stirb. Oder glitsch dich durch den TIE Fighter Flügel. Oh, ich hab den Dingens jetzt so getötet. Auch geil. Ach, wie cool, ich habe ihm seinen Mausdruiden zurückgeschleudert und habe ihn jetzt hochgehen lassen. Komm, an euch kleinen Fimmeln werde ich ja schon nicht verrecken hier. Vor allen Dingen haben diese Dinger auch so eine krasse Nachladezeit, ja? Er nimmt einfach mal gerade so seine Hand weg, weil es irgendwie überhitzt ist oder so, und dann kann er weiterballern. Also von wegen Nachladezeit. So, jetzt einmal schnell hier Flux hoch und die Kristalle abgrabbeln. Beziehungsweise die Holocrons. Holocrons, ey, Holocron. Hüpf. Ja, hier kaputt und so, ne? Ja, danke. Ich habe schon voll lange nicht mehr stirb gesagt, kann das sein? Aber ich will es nicht aufbeschwören, weil ich das bestimmt in der letzten Folge schon wieder 3-4 Mal gesagt habe. So etwa, okay, muss dazu sagen, sowas wie stirb doch einfach zählt nicht. Einfach nur dieses stirb, du Penner. Okay, nee, Moment, das zählt auch nicht. Einfach dieses ganz normale stirb. Stirb! Ja, genau das meine ich. Und der lebt immer noch. Aber das zentriert mich jetzt peripher. Gib mir das runde Bonbon her. Nein, ich will jetzt hier hoch. Und dabei weiter so einen Müll labern, wie ich es sonst immer tue, weil dafür mache ich ja das Ganze, damit ich mal den ganzen Scheiß in meinem Kopf hier rauslassen kann. Deswegen mache ich jetzt Plays. Nein, natürlich nicht. Zack. Ich habe sowieso... Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Schieß auf ihn, Hilfe, Hilfe, er verfolgt mich. Penner. Kettenreaktion for the win. Ja, guck mal, jetzt hast du Angst, ne? Bastardo. Ey, du schlägst mich hier. Ey, schlägst du mich? Schlag ich zurück hier. Full Gras, weißt du, hier. Bam. 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 Penner. Ja, so viel zum Thema. Ich wollte mich hier nicht mehr lange aufhalten. Ich sprinte jetzt mal hier so Vollspeed durch. Ich glaube, wir waren auch in der letzten Folge jetzt, ja, das war der Raum vor dem, da wo die ganzen Schnitzels da waren. Wie heißen die Dinger noch gleich hier? Sturmtruppen. Meine Fresse jetzt. Ah! Mein Gott, nerven diese Viecher. Ja, ja, ich habe mir da was aufgewürgt. Aber zum Glück ist es ja kein Hardmode oder so. Ich glaube, wenn ich das Ganze hier im Sith-Lord machen würde oder so, ich würde es kotzen kriegen. Ich wäre schon 50 Mal gestorben. Einfach, weil ich mal so was wie Skill bräuchte. So, weg. Danke. Und jetzt basteln wir uns wieder unser Treppchen. Und diesmal basteln wir uns das bitte dahin, dann ist das Klettern nicht so umständlich. So, hoch da und runter und immer schön. Naja, ist zwar nicht ganz gerade, aber schief ist modern. Kriegen wir dich da noch runtergedrückt? Nö. Egal, zack, 10.000 Machtpunkte und wir haben unser Ziel hier noch komischerweise jetzt noch nicht erfüllt. Mag vielleicht daran liegen, dass ich keine Quicktime-Action bei dem Viech da gemacht habe. Aber letzten Endes ist es mir auch Schnurz. Die Punkte werden wir so oder so noch locker voll kriegen.
Und da ist auch unser Energiekristall Robert wieder, unser guter Freund. Aber ich werde das Laserschwert jetzt mal nicht bearbeiten. Wobei, doch, komm. Lichtschwert. Und danach werde ich, glaube ich, auch mal den Speichern-Knopf drücken. Einfach, damit wir dann hier auch weitermachen können. Warum auch immer mir das Spiel letztes Mal abgeschmiert ist, keine Ahnung. Aber pff, soll passieren. Behaupte ich jetzt mal. Wobei, bei Xbox... Egal, Spiel speichern. Speichern erfolgreich, das ist ja supi. Und jetzt sind wir auch wieder bei unseren Kollegen hier bei den Sturmtruppen. Hat ja nur 5 Minuten gedauert. Jetzt haben wir unser Machtpunkte-Kombo-Dinger erfüllt. Machtkombosphäre erhalten. Fühlt sich jetzt wohl für ganz toll, wa? So Leute, ich hab echt keinen Bock auf euren Scheiß hier. Deswegen glitsche ich mich einfach mal durch den Fahrstuhl. Das ist jetzt ja super. Dafür werdet ihr alle sterben. Ah, der Fahrstuhl ist schon wieder unten. Haha, ich wollte gerade sagen, hoffentlich kommt er wieder runter. Ach nee, es ist ja noch gar nicht vor dem Endboss. Wir haben jetzt... Nee, Quatsch. Doch, nee. Ja, ein Stückchen haben wir noch zu gehen. Naja, aber vom Endboss ist auch so ein... Warum sage ich mal Endboss? Das ist doch gar kein Endboss. Das ist... Egal. Ja, wir haben noch einiges vom Level vor uns. Ich habe mich da total verpeilt. Wir sind jetzt hier quasi in der wirklich echten, richtigen Fabrik und so. Und ich suche dann schon mal nach den weiteren Holocrons und ignoriere dann mal total die Typen hier. Weil die gehen mir echt so weit von an der Schnauze vorbei. Außer du bist im Weg. Level up. Bam. Und nochmal 10.000 Macht. What the f... Ihr wollt es wohl auch unbedingt wissen, oder? Geh sterben, Kollege. Geh sterben. Oder flieg in diesem Fall. Ist da drüben noch eins drin? Ich glaube nicht. Nö. So, dann haben wir da noch eine verschlossene Kammer, hier noch eine verschlossene und da noch eine verschlossene. So, und du bist auch zu, richtig? Ja, du bist auch zu. Du bist zu tot, um lebendig zu sein. Autsch, und ich springe hier schon wieder selbst in die Luft. Ich bin hier quasi selbst im Mordkomitee, das gibt's doch gar nicht. Nimm das, du widerliche Sturmtruppe, und ich laber hier jetzt eigentlich voll monoton, komm. Hast du mich gerade imperiales Schwein genannt? Egal, wer von euch das war, ihr werdet jetzt alle elendig hier drin verglühen. Ganz besonders du, weil du mir ganz voll auf den Sack gehst. So, und hier in der Ecke war kein Ding, sondern auf der anderen Seite war das, genau. So, meine Fresse. Habe ich euch alle... Ach ne, Moment, wir haben ja gesagt, wir ziehen Dinger... Na gut, das zählt. Das zählt als rausgezogen. Was haben wir? Nochmal 10.000 Machtpunkte. Also man sieht schon deutlich, es sind mal so eine Kleinigkeiten drin wie, Autsch, der hat wehgetan. Wie Lichtschwertkristalle, sei es jetzt Energiekristalle, Entschuldigung, sei es jetzt Energie- oder Farbkristalle. Hier unten war auch noch irgendwo Holocrons. Eins. Ein Holocrons, genau. Ein Holocrons. Guck mal, hier ist auch noch ein Holocrons. Darf ich vorstellen? Das ist Holocrons. So. Ne, sonst war es das hier, glaube ich. Ne, Quatsch, gar nicht da hinten um die Ecke. So, hier Schaden gesteigert. Aber das ist total unnütz, weil wir sowieso keinen Schaden machen, sondern einfach hier nur durchrennen. Ja, Bonusziel erfüllt. Gesammelte Holocrons. Wunderbar. Alle 15 von 15 Holocrons gesammelt. Und hier geht es nach General... Es ist soweit. Kota ist ja, danke für den Tipp, Juno. Aber das wusste ich ja auch schon. Ja, ich würde sagen, wir machen nochmal schnell Kota und dann gibt es hier mega fett noch Cutscenes und dann war es das auch schon. Fahrstuhl? Hallo? Ich dachte schon, ich wäre zu leicht, um die Drucksensoren des Fahrstuhls auszulösen. Oh, episches...
Aussichtsansicht-Döns. Ein Junge. Monatelang greife ich Imperiale an und Vader schickt einen Jungen. Tja, also der liebe Kota ist scheinbar ein wenig angepieselt. Aber wenn wir es schaffen, ihn zu Boden zu werfen, ist es ein leichtes, ihn zu besiegen. Niemals, Kota! Du hast keine Chance! Ah, tot! Wunderbar! Hat Vader dich gar nichts gelehrt? Du hast noch viel. Du auch, du alter Mann! Eigentlich hatte ich vor... Ja, Pech! Auf meine Moderation zu stören, du Kacknoob. Eigentlich hätte ich vor, ihn auf den Boden zu werfen und dann mit meinem Laserschwert immer so schön zu durchlöchern. Weil das halt megamäßig Schaden macht. So, ich verstecke mich jetzt mal hier gekonnt hinter dieser Konsole. Weil da macht mir sein scheiß Dreckwurf überhaupt nichts aus. So, Pam, weil das macht einfach massig Schaden und... Oh. Als ich dachte, doch ich kann dich nicht schonen, Junge. Ich schicke deine Asche Lord Vader zurück. Hui. Ja, fallen. Auf einen Planeten stürzen. Yeah, auf Nar Shaddaa abstürzen. Was Schöneres könnte uns doch gar nicht passieren. Oder? Sieht doch toll aus da unten. What the fuck? Hallo? Nix da. Du kannst mich nicht hochheben. Vergiss es, Kollege. Was macht der Penner denn da? Das habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen hier. Hast du gesehen? Das nimmt man the Damage hier. Du Kackno. Stirb! Auf mich rumzutanzen. Ich will die nächste Cutscene haben. Nimm das. Pam, X, genau. Und nochmal. Und gegen die Wand und gegen die Decke. Und Pam und Affentanz. Und Bam. Und nochmal. Und Pam. Tja, Kollege. Das war's für dich. Cutscene. Das war's. Ich zähle mal gerade die Nullen. 1, 2, 3. Nein, es sind 200.000 Punkte. Und wir haben 300.000 Punkte und einen erzielt. Also, ja. Alle 15 Holocrons gesammelt und alle 5 TIE Fighter zerstört als Bonusziele. Ja, Primärziele natürlich auch erfüllt, finden und vernichtet General Kota. Ja, besiegte Gegner sind einige, da habe ich jetzt, also da gehen wir jetzt mal nicht durch. Und Belohnungen, ja, Datenbank, Filmsequenzen, Konzeptgrafiken, Kostüme, Machtkraft freigeschaltet, Lichtschwertkristalle freigeschaltet und so weiter und so weiter. Ja, und ich würde dann sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns aufmachen, die nächste Mission von Vader zu erhalten. Bis dahin, Schausen!